Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial Aufgaben abgeben über die Plattform Android. Da jetzt viele Lehrkräfte auch die Funktion der Aufgaben in Teams nutzen, ist es sinnvoll, dass man auch mal genau nachschauen kann, wie geht das eigentlich? Hier das Video, wie das aussieht, wenn ihr eine eigene Abgabe habt. Ihr kriegt dann diese Übersichtsseite, hier kann man dann Arbeit hinzufügen. Hier taucht dann beim Draufklicken diese Übersichtsseite auf. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeiten, entweder von OneDrive auf eure OneDrive-Dateien zuzugreifen, eine neue Datei, einen Link oder auch Dateien aus Teams oder eben von diesem Gerät hochzuladen. Je nachdem, welche Aufgabe euch die Lehrkraft gestellt hat, nutzt ihr dann eben entsprechend den richtigen Reiter. Wenn ihr zum Beispiel Word-Dateien hochladen solltet mit Bildern, dann speichert ihr am besten vorher auf eurem OneDrive-Account und dann könnt ihr direkt hier auf diese zugreifen. Oder wenn ihr Fotos hochladen sollt, dann am besten von diesem Gerät hochladen. Wenn ihr dann drauf drückt, eben auf von diesem Gerät hochladen und kommt dann in eure Galerie rein. Hier wählt ihr dann diese entsprechende Datei aus, die ihr hochladen wollt und fügt sie hinzu. Eure Arbeit wird dann sofort hinzugefügt und jetzt hier hochgeladen. Wenn ihr noch weitere Bilder oder Dokumente abgeben sollt, könnt ihr das über den Button Arbeit hinzufügen machen. Zum Schluss ist nur noch wichtig, dass ihr oben auf den Button Abgeben klickt. Dann werden eure Dateien abgesendet. Ich hoffe, mit diesem Video wird klar, wie das funktioniert, wenn ich über Android-Dateien abgeben soll. Dann bleibt eigentlich nur noch zu wünschen, dass das weiterhin so gut funktioniert, wie es jetzt schon angelaufen ist und dass alle gesund bleiben.